Ich werde euch vor den Gräueln eurer Welt bewahren, Mittwoch, 30. November 2011, 15.30 Uhr. Meine innig geliebte Tochter, diejenigen, die so sehr bemüht sind, ihre Liebe zu mir unter Beweis zu stellen, finden sehr häufig Verzweiflung bzw. Hoffnungslosigkeit in ihren Seelen vor, was sie mit einem Gefühl des Mangels an meiner Liebe zurücklässt. Das kann so unerwartet sein, dass dieses Phänomen die Seele in solch einem Zustand der Verlassenheit zurücklässt, dass sie sich so fühlt, als ob sie sich niemals mehr von dem Gefühl der Hilflosigkeit und des Mangels an Glauben erholen wird. Fürchtet euch nicht, Kinder. Ein Gefühl der Verlassenheit ist etwas, was ihr empfinden werdet, wenn ihr mir nahe seid. Ich fühlte die gleiche Verlassenheit durch meinen geliebten Vater während meiner Zeit auf Erden. Ich fühlte mich verloren und einsam, während ich viele Male versuchte, mit ihm zu sprechen. Dies ist eine harte Prüfung, die ihr erleiden werdet, wenn ihr tatsächlich an Gott glaubt. Es ist Satans Methode, um euch von mir bzw. Gott, wegzuziehen, so dass ihr, so hofft er, nach einer Weile eure Suche nach mir aufgeben und in einen weltlichen Lebenswandel zurückfallen werdet, der euch zwar erfreuen, aber nicht zufriedenstellen wird. Wisst ihr nicht, dass das Gebet verhindert, dass dies geschieht? Begreift ihr nicht, dass ich dies zu eurem eigenen Besten zulasse und als einen Teil eurer Schulung, damit ihr an geistiger Kraft gewinnt, was nur durch diese Verlassenheit erreicht werden kann? Die Wege meines Vaters sind für euch Kinder schwer zu verstehen. Vertraut einfach auf mich, euren Jesus, und ruft mich an, damit ich euch die Gnaden gebe, welche ihr benötigt, um zusammen mit mir eure Brüder und Schwestern zu retten. Sie müssen vor den bösen Plänen gerettet werden, welche in eurer Welt durch jene Mächte organisiert werden, die bemüht sind, euch durch die grundlegenden Dinge, die ihr zum Überleben benötigt, zu kontrollieren. Kinder, vergesst nicht, ich bin all meinen Anhängern so nah, dass meine Armee sich, sobald die Warnung stattfindet, sofort herausbilden wird und ein mächtiger Gegner des Teufels werden wird. Die Hoffnung, Kinder, dürft ihr nie verlieren. Ich werde euch vor den Schrecken eurer Welt bewahren, die sich in völliger Unordnung bzw. Verwirrung befindet, was durch den mangelnden Glauben an meinen ewigen Vater verursacht wird. All dies wird sich ändern, wenn die Welt den Beweis sehen wird, den sie braucht, um die Existenz Gottes Vaters anzuerkennen. Euer Jesus, Retter der Menschheit.